Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir machen heute ein ganz tolles Lachsfilet gebraten mit Miso-Paste mariniert und dazu ein schönes asiatisches Pfannengemüse. Ganz, ganz lecker. Dafür habe ich hier einen richtig tollen norwegischen Lachs. Schaut wunderschön aus. Und den werden wir mit Miso-Paste marinieren. Das ist ein fermentiertes Produkt aus Japan. Meistens aus Sojabohnen und Reis. Gibt es ganz verschiedene Sorten, aber ich habe jetzt hier eine helle Miso-Paste. Dann brauchen wir noch Sojasprossen, Zuckerschoten, Karotte, ein wenig gerösteten Sesam, Frühlingszwiebeln, Limette, eine Paprika, Ingwer, Knoblauch, Chili, ein wenig Sojasauce, Salz, Pfeffer und wer möchte für den besonderen Geschmack, habe hier Ahornsirup. Könnt ihr aber auch durch Honig ersetzen. Ahornsirup hat allerdings einen richtig tollen Eigengeschmack. Ein wenig Koriander. Keine Angst, wenn ihr kein Koriander mögt, müsst ihr auch nicht ersetzen. Einfach rauslassen. Ein bisschen Öl zum Braten, dann nehme ich hier nur neutrales Pflanzenöl einfach. Das ist in dem Fall Sonnenblumenöl. So, den Lachs, den habe ich vorher geschuppt. Das geht ganz einfach. Dafür den Lachs ins Waschbecken auf einem Brett legen, mit einem Butterbrotmesser schön die Schuppen runterkratzen, mit kaltem Wasser abwaschen, schön trocken tupfen und schon ist das erledigt. Das macht aber in den meisten Fällen auch euer Fischhändler. Und dann portionieren wir uns den Lachs. Ich nehme jetzt hier zwei schöne Stücke von dem dicken Teil. Schaut ihr, wie schön das aussieht. Am besten zum Braten sind die dicken Stücke. Wenn hier dieses Endstück, das eignet sich sehr gut zum Beispiel für eine Pasta. Wenn ihr die dünnen Stücke bratet, werden die sehr schnell durch. Also die sind sehr, sehr gut für Pasta, für ein Tartar als Vorspeise. Also kann man alles wunderbar verarbeiten. So, wir machen jetzt aber erstmal hier diese beiden Stücke. Und die reiben wir jetzt bis auf die Hautseite. Die lassen wir so, wie sie ist. Die reiben wir nicht ein. Die reiben wir jetzt hier schön mit dieser Paste ein. Und diese Paste allein ist schon echt sehr aromatisch und lecker. So, nicht zu dick einreiben. Aber hier so eine schöne Schicht. Das riecht jetzt schon so gut. So, damit ist unser Lachs schon vorbereitet. Die Hautseite, die werden wir gleich noch ein bisschen salzen. Der Rest braucht kein extra Salz, denn die Miso-Paste ist schon salzig genug. Und warum ist jetzt eigentlich dieser norwegische Lachs so gut? Ganz einfach, in Norwegen gibt es eine riesige Küste mit kaltem, sauberem Wasser. Und das lieben die Lachse, das brauchen die, um gut aufwachsen zu können. Und deswegen haben sie da die optimalen Zuchtbedingungen. Und das macht den Lachs eben besonders. Das gibt ihm Aroma, das gibt ihm eine gute, feste Textur. Und deswegen macht es besonders Spaß, mit diesem Lachs zu kochen. So, den packe ich mir jetzt auf die Seite hier. Den müsst ihr übrigens nicht lange marinieren. Ich lasse ihn jetzt gerade so lange stehen, bis ich mein Gemüse geschnitten habe und dann legen wir direkt los. So, wir schneiden uns jetzt einfach unser Gemüse in feine Streifen. Mir reicht jetzt hier eine halbe Paprika. Da könnt ihr natürlich jedes Gemüse nehmen, worauf ihr Lust habt. Für so ein Pfannengemüse eignet sich eigentlich fast alles. So, dann habe ich hier Karotte. Wenn ihr die schräg in Scheiben schneidet, dann könnt ihr die ganz toll gleich runterschneiden. So, dann schneide ich mir noch ein paar Zuckerschoten. Die könnt ihr so lassen, wie ihr wollt, oder ihr schneidet sie in dünne Streifen. Mache ich eigentlich sehr gerne. Das sieht nachher auch einfach schön aus im Gemüse. So, ein bisschen Frühlingszwiebel. Die schneiden wir einfach diagonal runter. Dann nehme ich nach Geschmack ein bisschen Ingwer, ein paar kleine Scheiben runterschneiden. Das ist Geschmackssache, wie viel ihr da wollt.
So, Knoblauch. Ich nehme mir eine Zehe, den quetsche ich mir einmal platt und dann hacke ich ihn klein. Zu guter Letzt noch ein bisschen Chili, wer ein bisschen Schärfe möchte. Ich möchte es jetzt nicht so scharf, deswegen nehme ich nur ein kleines bisschen. Die Limette, die könnt ihr einmal ein bisschen anrollen, ein bisschen draufdrücken, dann geht der Saft besser raus. Wir brauchen jetzt hier nicht super viel. Schneidet sie nicht quer, sondern schneidet sie längs runter. Dann lässt sie sich nämlich viel besser auspressen. Könnt ihr sie einfach mit der Hand träufeln. Ich liebe diesen Geruch. Und damit haben wir eigentlich alles fertig. Den Koriander, den schneide ich mir ganz zum Schluss. Der Lachs hat übrigens keine Gräten mehr. Die hat der Fischhändler schon gezogen. Also wir haben hier einen grätenfreien Fisch. Sollten noch welche drin sein, könnt ihr die verlaufen hier oben lang. Könnt ihr die ganz einfach mit einer Pinzette rausziehen. Überhaupt kein Problem. So, bevor wir jetzt loslegen, mache ich die Haut von dem Fisch nochmal schön trocken. Ich würde übrigens, wenn ich Lachs brate, die Haut immer dran lassen. Schmeckt einfach richtig gut. Eine schöne, knusprige Haut ist was echt Tolles. Und zum anderen bewahrt sie den Fisch auch davor auszutrocknen, wenn wir ihn auf der Hautseite braten. Und genau das machen wir jetzt nämlich. So, dann leicht salzen. Und dann muss der direkt in die Pfanne. Ganz wenig Öl in die Pfanne. Und dann legen wir den Fisch mit der Hautseite nach unten vorsichtig in die Pfanne rein. Kleines bisschen bewegen und runterdrücken. Gleiche mit dem zweiten. Wichtig, nicht zu hohe Hitze hier nehmen. Der Fisch soll langsam auf der Hautseite schön knusprig braten. Am Anfang wird er sich ein bisschen zusammenziehen. Aber das gibt sich ganz schnell. Einfach kurz ein bisschen runterdrücken. Zeitgleich fangen wir mit dem Gemüse auch an, damit das gleichzeitig fertig wird. Das braucht nämlich nicht lange. Auch dafür ein bisschen Öl in eine Pfanne geben. Ja, hier sieht man schon, der wird schon langsam weiß. Das heißt, der gart langsam durch. Wenn die Pfanne heiß ist, fange ich an und gebe da meinen Knoblauch, Chili und Ingwer rein. So, bevor das anbrennt, Paprika und Karotten auch dazu. Im Idealfall wollen wir den Lachs schön glasig in der Mitte haben. Falls ihr das nicht möchtet, bratet ihn einfach ein bisschen länger. Aber für mich persönlich ist das der optimale Lachs, wenn er mitten in der Mitte noch schön glasig ist. So, Zuckerschoten mit rein. So, dann kann man schon mal hier drunter luschern. Ja, wunderschön. So, umdrehen. Wunderschöne, knusprige Haut. Und jetzt mache ich an der Stelle die Hitze aus und lasse den einfach noch durchziehen. So, dann gehen die Sojasprossen auch mit rein. Den Lachs stelle ich jetzt schon auf die Seite, damit der mir nicht zu gar wird. Wenn ihr hier so auf die Seite drückt, mit zwei Fingern, und er gibt leicht nach, dann ist der meist schon fertig. So, an das Gemüse gebe ich jetzt eine Sojasauce, etwa einen Esslöffel bis zwei. Mein Ahornsirup. So, den Fisch nehme ich schon mal aus der Pfanne, damit er mir nicht zu weit nachzieht noch. So, dann schneide ich mir noch ein bisschen Koriander mit Stiel klein.
Limettensaft. So, dann richten wir den Lachs mal an. Dafür einfach ein bisschen Gemüse auf den Teller. Mein Lachs dazu. Klein bisschen Sesam aufs Gemüse. Dann könnt ihr noch einen Korianderzweig einfach oben drauf. Und ein klein bisschen Limette. Schadet auch nicht. Und schon habt ihr hier einen wunderschönen Lachs fertig. So, probieren wir mal. Der Koriander, der ist schon mal lecker. Hört sich gut an. Könnte ein klein bisschen glasiger sein. Also den hätte ich noch früher aus der Pfanne nehmen können. Aber ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Er ist trotzdem sehr schön saftig. So, so lecker. Und die Haut, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber die knackt so richtig. Lecker, lecker, lecker. So, das war's für heute. Ich werde jetzt diesen leckeren Lachs noch verputzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne Daumen hoch geben, den Kanal abonnieren, wenn ihr neu bei mir seid. Und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn ihr mich weiterempfehlt. So, und damit sage ich tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.